Moin moin liebe Gartenfreunde, heute mal in Imkerkluft. Ich muss das erste Mal an meine Bienen ran. Letztes Jahr habe ich die Bienen ja erst im Mai, Juni bekommen. Jetzt starte ich mit den Bienen komplett von Anfang an. Und ja, dieses Jahr will ich die Bienen dann mit der Kamera mal komplett begleiten. Heute soll es darum gehen, Pilzbefall, also sprich die alten Bienen, die Winterbienen, die sterben jetzt ja Stück für Stück und die Königin setzt neue Bienen an. Die toten Bienen landen unten, beziehungsweise auch Varroa-Milbe. Und jetzt will ich unten mal gucken, wie sieht das unten aus. Viele tote Bienen, nicht so viele tote Bienen, Varroa, Schimmel, Pilz, etc. Das will ich jetzt unten mal gucken, in allen drei Völkern. Und ja, da könnt ihr jetzt mal zugucken, wie ich das jetzt mache. Viel Spaß! So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den darüber gehoben bekommen. Smoker ist parat. Ich habe mir hier neben jetzt einen extra Fußboden gelegt. Schauen wir mal. Ja, das sieht ja mega aus. Keine toten Bienen. Kein Schimmel. Gar nichts. Das sieht ja sehr gut aus. Da brauchen wir nur mal kurz abpusten. So, das sieht natürlich super aus. Den habe ich schnell sauber gemacht. Jetzt tragen wir ihn wieder um. So, jetzt wollen wir in den unteren Brutraum einmal reingucken. Ob da irgendwas ist. Nur die äußeren mal hochheben. Aber wenn unten schon alles gut aussieht, dann sieht das hier auch sehr gut aus. Alles voll. Alles super. Ja, die sieht super aus. Komm mal her. Rein mit dir. Da brauche ich nichts machen. Sehr schön. Kasten wieder oben rauf. Erstes Volk ist schon mal safe. So, Nummer 2. Da tragen wir auch das ganze Ding einmal. Oh, der ist schwerer. Aber das sieht auch gut aus. Jede Menge Dreck. Aber das ist gut. So, auch sauber machen. Und wieder zurück. Hier auch. Wollen wir mal gucken, wie das innen drin aussieht. Oh, ist verkittet.
geht nicht so einfach. Jetzt. Oh! Guck mal, die tauschen wir auf jeden Fall aus. Die sieht nicht schön aus. Die kommt weg. Oh, 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 oh. Da müssen wir nochmal weiter gucken. Ja. Die hat auch Pilzbefall. Die kommt weg. Oh, Backe. Da sind ein paar mehr. Aber ich bin ja vorbereitet. Ein paar ausgebaute Waben habe ich noch vom letzten Jahr. Die kommen hier auf jeden Fall wieder rein. Alles schimmelig. Shit, shit, shit. Das ist nicht schön. Die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Ja. Ich denke mal, die beiden äußeren müssen auch raus. Ja, die müssen auch raus. So, meine lieben Bienchen. Und den letzten müssen wir auch raus haben. Ja.
Und es schwirrt und es schwirrt. Ich imkere ja auf Zander. Da sind in so einer Beute immer 9 Stück. Und wenn ich schon 6 entfernen muss in der unteren Ebene, wow. Aber wenn man sowas sieht, da würde ich auch nicht drin wohnen wollen. Das kommt jetzt weg, das wird entsorgt. Ja, das muss weg. Ein bisschen Honig ist da drinnen, ja. Aber auch keine Brut. Nö. Na, die sieht ja noch akzeptabel aus. Aber ne, hier unten auch schon. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ich möchte die Bienen ja noch ein bisschen länger behalten, ne? Weg. Und die? Oh ja. Guckt euch das mal an. Die ist ja schon richtig grün. Weg damit. So, und das letzte Volk. Das letzte Volk. Smoker ist bereit. So, wollen wir auch mal gucken, wie es da aussieht. Auch keine toten Bienchen. Ein paar lebende Bienchen. Das ist gut. Kommt mal runter hier. Ihr dürft gleich hier wieder rein. Das sieht aber gut aus. Du kommst nachher da rein. Flugbrett drauf. So, das da hin. Und jetzt wieder alles zurück. 1, 2, 3. Und hier auch. Gucken wir in die untere Beute mal rein. Wow, auch wieder sehr viel los hier. Ah, die ist ein bisschen schimmelig. Okay. Oh ja. Auch schimmelig, die muss auch weg. Die sind auch gut. Auch noch gut. Nur auf der anderen Seite mal. Gerade hier ist so viel los. Ne? Uiui. Aber die sieht gut aus. Das kann bleiben. Das
Das heißt, ich muss nur ein bisschen was hier austauschen. Das ist jetzt gerade mal zu regnen hier. Und auf den Krampf! Das war die erste Kontrolle von den Bienen, von meinen Bienen. Und ja, das wird nicht das letzte Bienenvideo sein. Ich möchte dieses Jahr alle Arbeiten auf der Kamera festhalten. Also, wenn euch das interessiert, abonniert diesen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch natürlich oder auch Daumen runter. Aber dann schreibt auch warum. Und ja, mir bleibt abschließend nur zu sagen, ein bisschen Pilzbefall war, ja. Bei dem zweiten Volk muss ich das ein bisschen im Auge behalten. Im dritten Volk werde ich nachher vielleicht nochmal kontrollieren. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden und bin gespannt, was die Bienchen dieses Jahr an Honig hereintragen. Mal schauen. Also, wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dann. Ciao.